Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness und wir haben gerade das erste Kapitel gefunden. Und wenn ich es nur auswähle, hören wir schon so ein Flüstern, was aus dem Kapitel, was aus der dunklen Vergangenheitsgeschichte, die dieses Kapitel erzählt, herauskommt. Und ich würde sagen, wir lesen eben jenes Kapitel jetzt mal. I cannot say what was the true beginning. Nor am I sure of its end. So perhaps here is the best place to start. I am reminded of ideas I first encountered in Sir James George Frazer's book, The Golden Bough, a study in magic and religion. We are overwhelmed by a very human need to weave a web of meaning where there may be none. Since time immemorial, ancient peoples have dressed up their lack of knowledge as gods and demons. I have discovered that sometimes the fates of gods and mortals intertwine, and legends are born. Thy time is done, great ancient. Forever in shadow will you be master of chaos, and to fade to nothing in obscurity will be thy fate. My master has planned many millennia for this day. It is the true chaos of all things that you now must be entombed amongst the beings of flesh and bone. You have a great monument here, Mantarok. It is a pity that no one will ever recognize it as yours. May the darkness claim thee, crawling chaos and damned beast! No longer will thy reign be kept over the ancients you have kept imprisoned. Thou hast seen the last of this world. Mythical fables can keep me amused. There has to be something to do around here. I only wish something that fantastic and of higher purpose could happen to me. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Nun gut. Wir sind also hier im Tempel eingesperrt. Schauen wir mal. Oh je. Da. Das ist das, was ich meinte. Jetzt schauen wir mal. Der Lebensenergiebalken von ihr ist sehr niedrig. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, wie sie heißt. Steht das hier irgendwo? Nein. Okay, dann schauen wir uns hier erstmal um. Also es geht nach rechts ein Ding raus. Hier können wir untersuchen. Im Boden ist ein dreieckiges Muster eingelassen. Die herausgeätzten Furchen sind mit farbigem Sand gefüllt. Diese Muster scheinen zusammenzuhängen, wobei eines Vorrang vor den anderen hat. Ja, man sieht hier die drei Farben, von denen ich auswählen konnte. Rot, Blau und Grün. Ich habe Grün gewählt und Lila. Und vorhin hatten wir auch Rot, Blau, Grün, Lila und den gleichen Symbolen. Und das sind, das kann ich jetzt eigentlich schon verraten, das sind die Symbole der vier Mächte. Die grüne Macht, deren Namen wurde schon genannt, das ist Xelotaf. Die anderen Namen nenne ich jetzt noch nicht. Die lilane Macht wurde aber eben auch schon genannt, das ist nämlich Mantarok. Dieses große Vieh, was eben von Pius Augustus ziemliche Schmerzen bekommen hat, indem er die Säulen raufgestützt hat. Das Interessante ist, ihr habt gesehen, als er Magie gewirkt hat, war alles lila. Das bedeutet eigentlich, dass er die Magie von Mantarok selbst verwendet hat. Die lilane Magie. Das heißt, er hat seine eigene Magie gegen sich verwendet. Noch ziemlich viel böser, denn wenn er nämlich die Magie seiner Meisterin von Xelotaf gewirkt hätte, wäre das alles in grün gehalten gewesen, was Xelotafs Farbe ist. Nun gut. So viel kann ich euch also schon verraten. Und ja, ich liebe dieses Magiesystem von diesem Spiel. Das ist mit diesen Runen. Das werden wir noch merken, sobald wir Magie können.
Aber diese grundlegende Idee finde ich ziemlich cool. So, versuchen wir doch mal diese Statue. Okay, die hat ein Vorhängeschloss umhängen. Eine präzise aus Sandstein gearbeitete Statue einer Gottheit. Ihr aufmerksamer Blick richtet sich auf jeden, der den Tempel betritt. Um ihren Hals trägt sie eine seltsame Kette. Ja, dann nehmen wir die jetzt mal an uns. Sieht für mich immer noch ein bisschen wie so ein Vorhängeschloss aus. Ist aber wohl eher der schlechten Grafik geschuldet. Und da geht sofort die Tür zu. Diese Kette kann benutzt werden, um Elia, jetzt noch ihren Namen, Elia, zu heilen. Während der Spruch der Heilung gesprochen wird, darf Elia sich nicht bewegen. Nun gut. Ich habe hier also die Kette und dann sieht man hier oben sowas rot pulsieren. Das ist einmal eines, das rote Symbol, was wir eben auf dem Boden gesehen haben, und dann so ein komisches Dreieckchen. Das ist ein Heilzauber. Den können wir 10-mal nutzen, indem wir die Kette, die wir jetzt hier benutzen, auswählen. Brauchen wir noch nicht. Ich mache stattdessen mal prüfen. Dann können wir die nämlich hier nochmal. Können wir die? Nee, wir können sie nicht. Dann sehen wir den Text. Ich dachte, wir könnten sie frei drehen wie in Resident Evil. Okay, dann nicht. Also die rechte Tür ist zu. Gucken wir mal, ob links auch eine Tür war. Ich glaube. Beilen wir uns mal ein bisschen. Ja, hier ist auch noch eine Tür. So, hier rein. Sie hat natürlich eine andere Waffe und wird wohl jetzt eindeutig wird die Tür zufallen. Nein, tut sie nicht. Wir sehen nur die Skelette. Sie hat auch eine Waffe. Natürlich eine andere. Ein Kurzschwert, kein Gladius. Also kein römisches, sondern eben eines, welche Kultur auch immer das sein soll. Gucken wir uns doch mal hier das Detail an. Einen Bodenfresko mit 4 Feldern, von denen 2 ein Symbol zeigen. Im Boden ist ein auffälliges Bild eingraviert, das die Sonne symbolisiert, die am Rand der Welt untergeht. Okay, am Rand der Welt untergeht. Okay. Ach, guck mal. Das kennen wir doch irgendwoher. Das sind doch hier 3 Kerzen und irgendwie ein Bild von der Sonne. Die Illustration an der Wand zeigt eine Tageszeit an. Ob das auch für die Kerzen gilt? Wird wohl. Gehen wir einfach mal weiter. Also hier ist dann mal untersuchen, was ist das Wandbild? Ich glaube, nee, das war hier nur wieder der Boden. Genau. Oh. Oh. Okay, hier sind also Fallen. Dann wollen wir hoffen, dass ich nicht noch mehr Fallen aktiviere. PS, ich bin schlecht mit den Dingen. Das hat geklappt. Phew. Ich bin über so eine Platte gelaufen, aber das hat scheinbar die gleiche Falle aktiviert. Nur. Rechts an der Platte vorbei. Das hat geklappt. Gucken wir mal hier rechts. Da ist nichts. Und links ist auch nichts. Okay. Hier wieder an der Platte vorbei. So. Dann hier in der Mitte durch zwischen den Platten. Da zwischen den Platten durch. Sehr schön. Wir haben nur eine Falle aktiviert. Aktiviert nur, um wieder eingeschlossen zu werden. Oh. Der Zombie sieht aber anders aus, der ist eher bläulich. Wenn die Kreaturen den Charakter bemerken, verliert dieser langsam seinen Verstand. Ja, bei manchen Leuten braucht es nicht, dass irgendwelche Kreaturen ihn bemerken. Die Flüssigkeit in der Anzeige des Verstandes nimmt langsam ab und der Charakter pulsiert in grün. Vorsicht! Dies kann zu Nebenwirkungen und dem Verlust der Gesundheit führen. Da sehen wir das. Und natürlich, mitten im Angriff geht das Spiel automatisch ins Menü, um mir zu zeigen, hallo, hier ist die Verstandanzeige. Das ist der grüne Balken. Je niedriger der Level ist, desto stärkere Halluzinationen treten auf. Und ich kann euch schon verraten, Leute, die Halluzinationen sind das Allerbeste an diesem ganzen Spiel. Ganz ehrlich, das macht so viel Spaß. Also, jetzt. Zum Glück hat er sich gemerkt, dass ich mit dem Angreifen war und hat den Angriff weitergeführt. Durch das Ausführen eines Finalschlages, das haben wir vorhin immer gemacht, wo ich gesagt habe, mit dem Double Tap, kann die Anzeige des Verstandes wieder etwas aufgefüllt werden. So. Und versuchen wir mal hier. Hier sehen wir jetzt also
auch wieder vier Felder mit einer prallen Sonne. Im Boden ist ein auffallendes Bild eingraviert, das die strahlende Sonne symbolisiert. Und hier wieder drei Kerzen. Die Illustration an der Wand zeigt eine Tageszeit an. Ob das auch auf die Kerzen zutrifft? Jetzt sagt er mir, ich kann die Kerzen ausblasen und anzünden. Naja, ich gehe einfach mal davon aus, dass jetzt einfach die Sonne ist in der Mitte, also muss die mittlere Kerze an sein, also mache ich die rechte aus. Und das scheint richtig gewesen zu sein. Es passiert nämlich was. Und wir haben die Tür ein Stückchen geöffnet. Oh, jetzt passiert irgendwo anders was. Wir haben irgendwo anders eine Tür irgendwie ein Stückchen geöffnet. Okay. Gut, das hilft uns natürlich noch nicht viel. Guck mal, hier drüben war noch irgendeine Vase. Das ist alles ein Nichts. Da ist die Tür, die meinen Gang erspähen kann. Die Tür hat sich etwas geöffnet, aber nicht genug, dass er ja hindurchgehen kann. Wieso lese ich das jetzt Spanisch? Elia? Wie auch immer. Oh, da war noch was. Da war noch was. Haha, hier ist noch ein Amulett. Das blinkt, also nehmen wir es mit. Eine bronzene Halskette liegt auf einer antiken Urne aus Ton. Ach ja, die können wir ja der Statue im Hauptbereich umhängen und so, jetzt müssen wir vorsichtig zurück, weil, wie man sieht, sehen wir die Druckplatten sehr schwer, sehr spät. Da ist die in der Mitte. Oh nein, ich kann mir das sicher nicht auswendig merken. So, hier sind wir letztes Mal auch am Außenrand entlang gelaufen. Das klappt hier auch und hier auch. Also einmal ganz rechts. So. Und schon stehen unsere Freunde hier auf. Das war die falsche Richtung. Zum Glück muss der stehen bleiben, sobald er mich angreifen will. Zeit für ein paar Finalschläge. So, und hier auch. So. Dem waren wir schon, da muss ich nicht den Boden untersuchen. Hier waren auch keine Fallen mehr. So, eine gute Möglichkeit herauszufinden, ob Gegner hier sind, ist, ob wir diesen grünen Effekt haben, der uns Sanity kostet. So, setzen wir mal die andere Halskette ein. Sollte ja auch durch das Gewicht jetzt die Tür wieder öffnen. Jawoll. Das hat funktioniert. So. Und dann gehen wir in den nächsten Raum. Okay, hier haben wir wieder ein Sonnenrelief. Und das symbolisiert die Sonne, die am Rand der Welt aufgeht. Kommen wir hier hin. Ja, das passt auch. Ich kann hier auch nichts verändern. Okay. Und dann ist hier wahrscheinlich wieder so ein Gang mit Fallen. Da ist die Fallenplatte. Ein Gang mit Fallen, auch wenn ich hier keine Fallen sehen kann. Okay, hier ist eine Linie im Boden. Das wird wahrscheinlich wieder so ein Hackebeilchen sein. Aber hier ist etwas, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Und da ist auch nochmal eine Platte. Gut, okay, wir sind am Ende. Ah, okay, Pfeilchen, die aus der Wand kommen. Und wir werden wieder eingestellt, nachdem wir die Fallen haben. Und hier ist jetzt ein roter Zombie. Das ist eigentlich, wie man sich Zombies normal vorstellen würde. Angreifen. Da hat er getroffen, aber er weiß nicht, wo wir sind. Der greift einfach irgendwo hin an. Das ist mein Standardangriff, ohne zu zielen. Der hält schon einiges aus, wenn man sieht. Und wie man sieht, der Kopf wächst nach. Aber jetzt habe ich genug Schaden gemacht. Jetzt ist er dahin. Ich wollte eigentlich einen Finalschlag ausführen. Das mache ich jetzt auch eben noch, bevor er da ist, den Finalschlag. Und da geht die Tür auf. So, schauen wir uns erstmal das an. Im Boden ist ein auffallendes Bild eingraviert, das einen sternklaren Himmel zeigt. Sternklarer Himmel, würde ich immer sagen. Ja, hier sieht man auch, es ist keine Sonne. Ich würde mal sagen, wir müssen alle Kerzen ausmachen. Also machen wir die beiden äußeren Kerzen aus. Und jetzt gehen die beiden Türen vollends auf.
Jetzt muss ich eben gucken, wo ich herkomme, wo ich hin bin. Ich verwechsel das immer wieder. Und ich glaube, genau das ist der falsche Durchgang gewesen. So. Und hier ist ein Gang, wo man die Platten schwer sieht. Dann gehen wir mal links rum. So, hier ist. Oh, hier ist was. Okay. Das sollte jetzt ja eigentlich ja, in den Raum zurückführen, in dem wir schon waren. Ne? Von daher brauchen wir nicht hingehen, dann können wir auch direkt hier. Da ich weiß, dass wenn wir das jetzt hier nehmen, es woanders hingeht. Vor der Wand befindet sich ein kleiner Sockel, in den dekorative Muster eingearbeitet wurden. Das Blasrohr, das auf diesem Sockel liegt, muss eine besondere Bedeutung haben, da es sofort ins Auge fällt. Soll Ilya das Blasrohr an sich nehmen? Ja. Und sofort fallen wir nach unten. Deswegen wollte ich eben schnell noch gucken, ob wir irgendwie noch was tun können. Die ist gut ausgebildet im Fallen. Sonst hätte sie sich hier was gebrochen. Und da ist irgendjemand, der von Zombies angegriffen wird. Schnell mal gucken. Unsere Waffe ist zerbrochen, aber wir haben das Blasrohr tatsächlich ausgelegt. Gehst du da mal weg? Ach so, der hält mich fest. Perversling. So, und wie man hier sieht, wir sehen den Gegner nicht. Ich muss den an mich rankommen lassen. Das ist auch Absicht, um das Spiel ein bisschen schwerer zu machen. Das ist doch so ein bisschen leidlich schwer. So, wir haben diesen Wächter hier gerettet. Der Hüter ist Ilya dankbar, dass sie sein Leben gerettet hat. Er bietet ihr seine Dienste an. Sollte sie eine zerbrochene Waffe besitzen, so wird er sie als Zeichen seiner Dankbarkeit reparieren. Okay, das ist jetzt ein bisschen einfach. Die Waffe ist hier zerbrochen, die können wir mitnehmen. Und bringen sie ihm und sagen, bitte einmal reparieren, danke. Das kann ich jetzt wieder nicht hier, jetzt muss ich mit ihm reden und das Schwert. Und man sieht hier wieder, er macht einen Zauber mit drei Runen und der war wieder lila. Er benutzt also die Energie von Mantarok, um das Schwert zu reparieren. Schauen wir mal, was hat die Lebensenergie noch übrig. Oh, oh, das war wieder eine Falle. Natürlich. Aber wir haben ja das Amulett. Ich bin echt zu doof, was das angeht. Also diese Dingern, wenn da mehrere sind und die in einem ungleichen Rhythmus kommen, dann... da war ich etwas früh. Nochmal. Und dann würde ich sagen, speichern wir einfach mal. So, nein, kann ich nicht. Übrigens, der Grund, warum ich nicht speichern kann, ist, momentan ist das sicher nicht sicher. Die Finsternis naht. Es sind Gegner. Ich glaube, das ist, weil ich in einem Raum mit Fallen bin. Okay, das Ding hier geht von links nach rechts immer komplett durch. Das war der Grund, warum ich sichern wollte, weil das Ding one-hitted mich. Also muss ich hier durch. Und dann hätte ich laden müssen. Und ich habe noch nicht gespeichert heute. Deswegen suche ich gerade eine Möglichkeit. Normalerweise bin ich es gewohnt, nach einem Kapitel beim Kapitelwechsel zu speichern. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht. So. Nein, ich will hier nichts untersuchen. Ich will erstmal den Finalschlag ausführen. So. Jetzt, wo die. Ne, wir sind jetzt, kann ich ja sicher speichern.
Ja, Steckplatz B und wir überschreiben diesen Spielstand. So. Bitteschön. Dann gucken wir uns jetzt mal in dem Raum um. Durch das im Kreis laufen beim Monster besiegen, habe ich natürlich vergessen, wo ich reingekommen bin. Aber das geht ja schnell. Man geht eben raus, guckt auf die Karte und dann weiß man, ist man da, wo man war oder wo neu ist. Oh, nein. Dieses Wandgemälde zeigt einen Dämonen in Skelettgestalt, der versucht, die Freundschaft der Kümmer zu gewinnen, indem er einen ihrer Fruchtbarkeitsgötter diskreditiert. Okay, interessante Art, die Freundschaft von jemandem zu gewinnen. Man diskreditiert dessen Gott, aber gut, okay. Ein skelettartiger Dämon, das erinnert mich natürlich sofort an Pius Augustus. Aber ein schönes, großes Fresko. So, ich glaube, wir sind hier reingekommen, aber da das der erste Ausgang ist, probiere ich ihn einfach aus. So, und ja, das, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch, dass das, genau, das ist der Gang, wo wir herkamen. Weil das ist hier diese, wieder diese Perspektive, dass wir in das Bild auf den Spieler zulaufen. Ansonsten hätten wir nämlich jetzt diese Perspektive. Das ist quasi immer, das auf den Spieler zulaufen ist immer ein Rückweg. Okay, das hier geht wieder einmal komplett durch, das kann ich nicht verhindern. Okay, da schießt es oben und unten. Oh, es schießt einfach nur ein paar Mal. Gut, okay, das bedeutet bei den Pfeilen einfach warten. Sehr gut. Das konnte ich jetzt nicht verhindern wieder. So, aber hier ist ein, also die Platte links und in der Mitte. Und dann ist hier noch da. Oh, ich dachte, das wär die Ausgangstür. Ein Glück habe ich jetzt hier. Ich dachte, das wäre das Ende des Levels. Ein Glück bin ich nicht von denen getroffen worden. Gut, gucken wir weiter. Ach, schon mal, ein grüner Zombie und ein roter Zombie und die bekämpfen sich. Und der rote hat eindeutig die Oberhand. Na, dann lasse ich die sich erstmal bekämpfen. Die haben mich auch noch nicht bemerkt. Ich nehme noch keinen Schaden von meiner Blitzenergie. Aber jetzt ist der weg. Und dann gehen wir her und sagen einfach. Und wie man sieht, dieses Verbrennen, das passiert auch schon teilweise, bevor man den Nachschlag gemacht hat, und also dafür nur eine begrenzte Zeit. Und der weiß auch irgendwo her, guck, der rote geht her und der haut einfach in jede Richtung mal. Und hier ist einer von den anderen wieder aufgestanden, weil ich keinen Nachschlag gemacht habe. Daher always double tap. Immer den Nachschlag. Damit kann man auch sicherstellen, dass sie nicht wieder aufstehen. So. Ist den Raum hier an. Da ist auch wieder ein Relief. Das Motiv dieses Wandgemäldes zeigt eine der allen Krimmer-Gottheiten. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Die von einem Dämon in Skelettgestalt gequält wird. Das sieht ein bisschen aus, wenn man hier guckt. Hier links. Links ist diese, ist irgendeine Figur. Und dann lauter Tentakel und in der Mitte ist so ein rundes, das sieht doch aus, als wenn das Mantarok ist. Das ist die Szene, die wir vorhin als Video gesehen hatten. Was sie gelesen hat. So, jetzt gehe ich bestimmt wieder, ja. Durch die Tür, durch die ich reingekommen bin. Und hier wackelt alles. Und hier sehen wir ihn. Mantarok. To feeding on flesh and bone, Mantarok. How the mighty have fallen. You will surely fester for millennia to come. A slow
and torturous fate for thee. You had best leave, young fool, or you will find yourself as food for the dead god. You are one of the chosen many, flesh and blood. It is now your destiny to fight the eternal darkness. I give you a gift in return for an obligation. The gift is your life, sweet dancer. The obligation is this. You hold one of Mantarok's hearts. The essence of a corpse god. To some, it is a source of great power. From those people, you must defend it, lest they use it to destroy what little brightness your world has left in it. Guard it well. So, wir haben also unser Leben geschenkt bekommen, müssen aber dafür Mantaroks Herz beschützen. Und hier sehen wir Mantarok. Ja, das ist das Wesen aus dem Relief von eben, oder? Ganz eindeutig. Die Statue hält einen Metallstab in den Händen. Dann nehmen wir den nochmal. Alles wackelt immer mehr. Und hier möchte ich hier rum. So einmal außen rumlaufen. Ja, hier kann man hoch. Jedes Mal, wenn der Bildschirm so wackelt, vibriert mein Controller, um das Erdbeben anzudeuten. Hier ist eine Tür. Die Kammer wird von einer übergroßen Tür versiegelt. In den Stein ist das stilisierte Abbild der Kreatur, die sich in dieser Kammer befindet, eingemeißelt. Und man hört sie atmen, weil ich die ganze Zeit am Rennen bin. So viel Ausdauer hat sie nun auch wieder nicht. Ist hier auch noch was? Das ist eine Statue tatsächlich. Die Statue einer menschlichen Frau ist Zeugin der Monstrosität. Die diesen Raum füllt. Erzeugt der Monstrosität, die diesen Raum füllt. Also, sie ist aus porösem Stein gehauen, der im Laufe ungezählter Jahre mit den abscheulichen Absonderungen um Mantaroks überzogen wurde. Okay. Ist so bestimmt auf der anderen Seite auch noch so eine Statue. Aber die hat gar keine Ausdauer. Die. Jetzt hechelst du nicht nur wie verrückt, jetzt läuft es auch langsam, jetzt rennt sie nicht mehr. Also Rennen ist in diesem Spiel begrenzt. Gucken wir mal, ob da ein anderer Text kommt. Nein, das ist der gleiche Text. Okay. Und ich habe noch nicht lang genug mich erholt. So, dann laufen wir halt nochmal. Die haben unterschiedlich viele Lebensenergie, mentale Energie und Ausdauer. Die Ausdauer sieht man nur nicht als Balken. Also jeder Charakter, den ich spiele, ich meine, oh Wunder, großer Spoiler, das... Ich wechsle immer die Charaktere mit jedem Charakter, mit jedem Kapitel. Die sind unterschiedlich gut. Was auch das Spiel wieder interessant macht in den Kapiteln. Du hast jedes Mal andere Schwierigkeiten, mit denen du kämpfst. Dann ist da jemand, der hat quasi keine Lebensenergie, einer, der hat quasi keine mentale Energie. Der andere ist super stark, aber das Kapitel ist halt sehr kurz oder so. Das ist halt, ja... Dann gehen wir nochmal wieder zurück, Richtung zurück und suchen, bis wir in einen Raum kommen, in dem irgendetwas ist, was wir noch nicht gemacht haben. So, jetzt hören wir auch schon so ein bisschen andere Musik. Mist, ich bin nicht. Und das ist jetzt wieder, und da kommt ein Gegner an. Lass ihn erstmal angelaufen kommen, weil vielleicht lässt er sich ja von den Sachen kaputt hacken. Tut er doch, hat er. Er hat sich kaputt hauen lassen.
Und da ist ein Aschab, wollte ich noch machen. Da ist noch einer, der zerstört wurde von den Fallen. So, hier sind irgendwo noch Pfeilchen. Ich höre sie auch schon flitzen. So. Okay. Ich laufe langsam, damit ich die Platten sehe. Das ist wieder so eine Gesamtplatte, der man nicht entkommen kann. Gut, okay, die hat aber zum Glück nur die Pfeilchen aktiviert. Aber am rechten Teil war noch eine zweite Platte, die hätte jetzt wahrscheinlich diese Hackebeilchen aktiviert. Und wenn man guckt, da wo die Hackebeilchen selbst sind, ist auch noch mal rechts eine Platte. So. Schon wieder Gegner. Lass mal wegrennen. Unsere mentale Energie ist schon ziemlich niedrig. Ich hoffe, dass die Finalschläge hier etwas ausrichten können. Und ich merke gerade, ich habe euch etwas vorenthalten, was wir dann jetzt erst sehen. Denn sonst wäre jetzt offensichtlich, wo ich denn hin möchte. Wow, ist die stark. Ist der stark. Jetzt aber. Also wahrscheinlich ist es so, wenn ich den Gegner nicht mit dem Finalschlag. Okay, was war das für ein Geräusch? Irgendeine Kette, die gezogen wurde. Muss wohl eine von diesen Halluzinationen sein, die angedingst wurden. Nämlich hier, das hatte ich ganz kurz angeklickt gehabt, weil als ich einen Finalschlag machen wollte und vergessen danach nochmal im Detail anzugucken. In dem behauenen Stein befindet sich ein Loch, in das etwas hineingeschoben werden kann. Vielleicht ein Schlüssel oder Hebel. So, und ja, es ist ein Hebel. Es ist diese Metallstange hier. Das ist jetzt ein bisschen witzlos, weil jetzt geht einfach hier die Tür am Ende wieder auf. Also ich laufe zurück und dann laufe ich wieder zurück. Das finde ich ein bisschen, naja. Unnötig. Ich gehe mal einen Schritt vor, dass ich das nicht mal wieder auslöse. Oh, es kommen gar keine Pfeile mehr. Scheinbar haben die nur begrenzte Munition. Okay. Da kommen sie wieder, interessant. Ja, da ist hier rechts frei. Das Ding haben wir. Ich höre die Pfeile flitzen, aber ich sehe sie nicht und ich wurde auch von keinem getroffen. Bei den Pfeilen war es bisher tatsächlich wirklich immer so, dass ich einfach losgelaufen bin und durchgelaufen bin, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich die irgendwie abpassen kann. So. Und dann wollen wir doch mal wieder auf die andere Seite von Mantarok gehen. So, ich kann mich jetzt mal wieder umschauen, aber ich sehe jetzt den Raum einfach nur von einer Seite, wenn man hier schaut. Ein monströses Vieh ist Mantarok. Und es wurde irgendwo, die Unterwerfung des Totengottes hieß das eine, hieß dieses Kapitel. Da erkennt man schon, Mantarok ist wohl der Totengott. Again, child. Very well, then. You will succumb to the horrors.
of Oblivion. Und jetzt sind die Kerzen angegangen, um uns als Spieler, primär um uns als Spieler zu zeigen, hier, da waren doch diese Kerzen. Denn jetzt haben wir das Wissen, wie wir dieses Rätsel lösen können. Aber das muss warten, nicht nur bis zur nächsten Folge, also nicht nur bis in einer Woche für euch, sondern auch bis in einer Woche für mich. Denn ich mache Schluss für heute und nehme nächste Woche wieder auf. Mal gucken, ich werde das hier, wie gesagt, nicht im Stream aufnehmen, sondern rein so, aber mal gucken, wie ich hier weiter alles aufbaue in meinem kleinen Aufnahme-Homeoffice-Raum. Also wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Panty spielt Eternal Darkness. Der Eternal Tag, der endlose Tag. Ciao, miau.